Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute eine neue Technik vorstellen. Und zwar hat Ati in Zusammenarbeit mit der Sylvie Rasch, das ist auch eine bekannte YouTuberin, die einen Strick- und Häkelkanal hat, den verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung. Und diese Sylvie Rasch hat auch diese Ati Crazy Trio Nadeln, heißen die, hat die sozusagen erfunden und in Zusammenarbeit mit Adi darauf ein Patent angemeldet. Und ja, ich habe das im Internet gesehen und bin sehr neugierig geworden und wollte es jetzt einfach auch mal für euch ausprobieren und euch meine Erfahrung sagen, wie ich damit zurechtgekommen bin. Und ja, das Besondere daran, also ich habe jetzt mir eine 2,0er Nadel bestellt. Insgesamt haben die eine Länge von 21 cm. Und der Vorteil bei diesem Nadelspiel ist, dass es hier in der Mitte so ein flexibles Seil hat. Und dadurch lässt sich halt, das heißt, wir brauchen zum Sockenstricken, wofür ich diese Nadeln verwende, nur zwei Nadeln. Und mit der dritten wird dann gestrickt. Das heißt, man hat dann auch nur zwei Nadelwechsel pro Runde. Und dadurch, dass das halt so biegsam ist und flexibel, passt sich das halt gut und ergonomisch den Händen an und es soll sich damit halt auch gut stricken lassen. Genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Also ich werde euch nur zeigen, wie ich damit die Maschen anschlage und werde dann ein Teil stricken. Ich möchte nämlich Babysocken stricken, weil meine Freundin bald Nachwuchs bekommt und dann habe ich gedacht, probiere ich das hier gleich mal mit diesen neuen Nadeln aus. Die Sylvie Rasch hat bereits ein Video gemacht, wo sie einen kompletten Babysocken mit diesen Nadeln strickt. Das verlinke ich euch dann unten in die Videobeschreibung. Da wird es dann wirklich nochmal ganz ausführlich erklärt und ja, wie gesagt, ich möchte euch heute einfach nur mal die Nadeln vorstellen und euch zeigen, wie das funktioniert. Was diese Nadeln noch haben, ist, dass die zwei unterschiedliche Spitzen haben. Also dann gibt es hier so eine normale Basic-Spitze und dann noch eine ganz spitze Lace-Spitze, wo man dann auch ganz feine Maschen mit abstricken kann. So, in der Verpackung, die habe ich mir im Internet bestellt, das verlinke ich euch auch noch unten in die Infobox, wo ich die her habe. Steht auch eine Gebrauchsanleitung ist mit dabei und man soll am Anfang die Maschen auf zwei Nadeln anschlagen. Also ich möchte ja einen Babysocken damit stricken und werde jetzt hierfür insgesamt 32 Maschen anschlagen. Dafür nehme ich hier zwei Nadeln zusammen und mache den normalen Kreuzanschlag. Wie gesagt, eine ausführliche Anleitung findet ihr bei der Sylvie Rasch auf dem Kanal und das Video dazu stelle ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich habe jetzt hier meine 36 Maschen auf meine beiden Nadeln aufgenommen. Nun geht das so weiter. Ich möchte die jetzt gleichmäßig, also das heißt jeweils zur Hälfte, auf beiden Nadeln verteilen. Dafür ziehe ich jetzt hier ein bisschen an der unteren. Ziehe ich hier so nach vorne. Dass das so aussieht und nehme jetzt hier von hier insgesamt die Hälfte der Maschen runter. Das sind ja bei 36 18 Maschen. Das heißt, ich schiebe das jetzt nach vorne vorsichtig
halt das Ganze. So, hier habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 und hier sind 18. Obernadel hier auf mein Seil. So. Und habe jetzt hier meine 18 Maschen. 10 und 8, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Hier ist der Teiler. Da ziehe ich jetzt meine andere Nadel heraus. Na. Hier an der unteren und zack, hier sind wir, kann ich das so zusammenklappen. Nun drehe ich mir das Ganze, so dass der Arbeitsfaden von oben kommt, ziehe mir meine Maschen in Arbeitsposition auf die Nadel rauf. So. So dass sie hier zueinander zeigen. Den kurzen Faden, den mache ich hier zur Seite durch die Mitte. Und mein Arbeitsfaden kommt jetzt von der rechten Nadel. Die nehme ich auf. Und fange dann jetzt in Runden an zu stricken. Meine rechten Maschen ziehe ich mir aufs Seil, weil es da so einfach ein bisschen leichter ist und flexibler. Genau. Ich stricke jetzt im Rippenmuster, das heißt zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. Ich gehe hier rein, stricke meine erste rechte Masche. Noch eine rechte Masche und habe jetzt auch damit schon zur Runde geschlossen. Dann kommen zwei links, zwei rechts. Also die Anfangsarbeit finde ich immer so ein bisschen hutzelig, aber das ist bei mir immer so. Ich denke, wenn man dann ein paar Runden gestrickt hat, geht das auch einfacher. Die Nadeln ziehe ich mir jetzt wieder auf das Seil, zack, und auf der anderen Seite, muss das Bild wieder scharf stellen, die habe ich mir jetzt rechts aufs Seil gezogen und die anderen ziehe ich mir wieder hier oben auf meine Arbeitsnadeln. Und dann kann es weitergehen. So, ich hatte mit zwei rechten Maschen aufgehört. Das heißt, jetzt geht es weiter mit zwei linken Maschen.
dann zwei rechte. So, und so geht das Prinzip dann immer weiter. Ich ziehe am Ende die Nadeln dann wieder aufs Seil. Und hier hinten die Maschen hoch. Und ich stricke jetzt einfach mal ein paar Runden vor. Und zeige euch das dann nochmal genau, wie sich wie sich das weiterentwickelt. Also hier immer schön, so wie man es eigentlich kennt, in Runden. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Runden weiter gestrickt. Also hier mein Rippenbündchen, das habe ich insgesamt 10 Reihen gestrickt. Und jetzt stricke ich meinen Schaft weiter in dem Glattrechtsmuster, also nur mit rechten Maschen. Und ja, so sieht das aus bisher. Und ich muss sagen, dass ich wirklich positiv überrascht bin über dieses flexible Nadelspiel. Also es ist wirklich eine sehr gute Alternative zu diesem klassischen Nadelspiel und ich finde, es lässt sich sogar besser damit arbeiten, weil das Ganze nicht so starr ist und eine deutliche Erleichterung dadurch, dass wir ja auch nur über die Hälfte von den Maschen arbeiten und so ja auch nur diese zwei Nadelwechsel haben pro Seite und ja, es geht auch relativ schnell. Nach dem An. Ich stricke jetzt noch mal eine Runde mit euch zusammen. Also hier den linken, den rechten Teil, mit dem ich nicht stricke, den lasse ich immer hier so auf dem flexiblen Teil. So wieder zurück. Und hier links wird er normal abgestrickt. Also hier stricke ich ja nur rechts. Dieser Faden markiert uns dann immer den Anfang von der Runde. Das ist eigentlich auch wie beim klassischen Nadelspiel auch. Ja. Also ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Mir macht es total viel Spaß. Ich bin natürlich auch ein ganz großer Fan von diesem Adi-Socken-Wunder, dieser kleinen Rundstricknadel, weil also damit stricke ich auch unglaublich gern Socken. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, wem das interessiert. Das stelle ich euch oben hier unter dem i für Infocard rein oder auch in der Videobeschreibung. Und ja, ich finde, natürlich muss jeder selber entscheiden oder ausprobieren, wie er am liebsten Socken strickt. Aber ich finde diese Erfindung oder diese neue Idee von Adi und der Sylvie Rasch wirklich gelungen. Also mir macht das wirklich sehr viel Spaß. So, hier habe ich das jetzt wieder runtergezogen und die Maschen, die ich brauche, die schiebe ich mir hoch auf meine Nadel und stricke dann gemütlich weiter. Ja, und so geht das Runde und Runde. Also das werden jetzt bestimmt nicht die letzten Socken sein, die ich mit diesem Adi Crazy Trio gestrickt habe. Weil es einfach unglaublich Spaß macht. Also, hätte ich nicht gedacht.
Aber man entdeckt doch immer wieder was Neues, ne? So. Und so geht es dann weiter. Und der gute Vorteil hier von diesem flexiblen Nadelspiel ist auch einfach, dass während dem Stricken könnt ihr halt die Nadeln, die ihr nicht braucht, die drücken sich eigentlich schon von automatisch weg, ohne dass ihr da viel nachdenken müsst. Also das Nadelspiel, das passt sich einfach automatisch der Strickarbeit an, ja, oder den Händen. Das ist alles sehr ergonomisch und lässt sich dadurch halt wunderbar verstricken. Was ich als auch noch mache, ist, dass die Nadel, die hier, also wie gesagt, die könnt ihr einfach entweder so wegschieben oder was ich auch mache, oder das passiert dann eigentlich auch automatisch, dass die Nadel hier zwischen meinen Fingern kommt. Ich fahre mal gerade ein bisschen zurück. So. Aber ihr braucht da eigentlich wirklich nicht groß nachdenken, die sucht sich alleine ihren Weg. Das ist, finde ich, gerade das Tolle an diesem flexiblen Nadelspiel, dass man einfach drauf losstricken kann und die anderen Nadeln einfach nicht groß behindern durch diesen flexiblen Mittelteil. So. Ich finde, das Ergebnis ist auch sehr schön. Vorder- und Rückseite. Und ich zeige euch jetzt mal noch einen fertigen Socken, den ich bereits gestrickt habe mit diesem flexiblen Nadelspiel. So sieht das Ganze aus. Ja. Genau, eine Anleitung hierzu findet ihr natürlich in dem Video, was ich euch unten verlinke. Die Sylvie Rasch, wie gesagt, die hat auch schon mal hier so einen kompletten Socken gestrickt mit diesem flexiblen Nadelspiel und das vorgestellt. Und ja, probiert es aus und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachstricken. Bis bald, eure Maschenmarie.